Wir sind jetzt bei den vereinbarten Abstimmungen der vergangenen Plenartage. Ich will das jetzt so machen, dass wir zuerst die Gesetzentwürfe und die dazugehörigen Änderungsanträge abstimmen. Wir haben, wenn meine Unterlagen stimmen, und da gehe ich von aus, weil Herr Seibert und Frau Strauß-Zielbauer sie erstellt haben, keine Entschließungsanträge, die zur Abstimmung stehen, sodass ich danach dann die Beschlussempfehlungen zur Abstimmung aufrufe. Ich habe den Gong mehrfach betätigt oder getätigt. Und da fragen, sind die Geschäftsführer, sind alle an Bord? Wir können anfangen. Wunderbar. Dann wollen wir das ganz konzentriert und wenn es irgendwie geht, es ist jetzt ein bisschen länger, aber am liebsten auch ohne Lärm tun. Und ich rufe auf. Und wenn irgendwas ist, einfach bitte mir kurz ein Signal geben, wenn etwas nicht stimmt. Ja? Ich rufe auf. Tagesordnungspunkt 7, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Hessische Bauordnung, Drucksache 20-2753 zu Drucksache 20-782. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das ist die AfD, die Fraktion die Freien Demokraten, die SPD. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion Die Linke. Ich stelle fest, dass der Gesetzentwurf in dem eben von mir genannten Stimmverhältnis abgelehnt worden ist. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 8. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen. Änderung der Hessischen Bauordnung 20-2754 zu 20-1645. Ich lasse hier zunächst über den Änderungsantrag der Fraktion von CDU und Bündnis 90 die Grünen 20-2849 abstimmen. Wer ist für die Annahme des Änderungsantrags? Das ist CDU, Bündnis 90 die Grünen, SPD und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Linke, ist die Fraktion Die Linke. Damit ist der Änderungsantrag angenommen. Jetzt lasse ich den Gesetzentwurf in der geänderten Fassung abstimmen. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der geänderten Fassung zu? Das ist CDU, Bündnis 90 die Grünen, die SPD und die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion Die Linke. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen, in geänderter Fassung und zum Gesetz erhoben. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung betreffend Gesetz zu dem Staatsvertrag über die erweiterte Zuständigkeit der mit Begleitung und aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Bediensteten 20-2761 zu 20-2657. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? Den bitte ich um sein Handzeichen. Das sind, wenn ich richtig sehe, fast alle, also AfD, Freie Demokraten, CDU, Bündnis 90, die SPD. Wer ist dagegen? Die Linke, Fraktion Die Linke, enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit haben wir den Gesetzentwurf angenommen und zum Gesetz erhoben. Ich rufe nun zur Abstimmung Tagesordnungspunkt 10 auf. Das ist die zweite Lesung, Gesetzentwurf der Fraktion der AfD betreffend Abgeordnetenbezüge, Drucksache 20-2794 zu Drucksache 20-2623. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Das ist die Fraktion der AfD. Wer ist dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Enthält sich jemand? Nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion Die Linke, Rechtsverhältnisse der Abgeordneten 20-2794 zu 20-2668. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? Die Fraktion Die Linke. Wer ist dagegen? Der Rest des Hauses. Und enthält sich auch jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12, zweite Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs CDU, Bündnis 90 die Grünen, die SPD und die Freien Demokraten 20-2796 zu 20-2684. Wer stimmt dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zu? Den bitte ich um sein Handzeichen. Das ist die AfD, die Freien Demokraten, die CDU, die Bündnis 90 die Grünen, die SPD. Wer stimmt dagegen? Das ist DIE LINKE. Enthält sich auch jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Dringliche Gesetzentwurf mit dem eben genannten Stimmenverhältnis angenommen und zum Gesetz erhoben.